Servus. Grüß dich. Ein Katzenfreund. Ich glaube, wir kennen einander, oder? Nein. Nein. Sind die Tiere mal bei mir schon gewesen? Nein. Über Nacht, oder was? Nein, da haben wir eine Auskunft, da sind Zahlstück. Ich weiß nicht, der Kabarett ist schon. Da bist du mal gekommen mit so einem Dings da vor Jahren. Vor Jahren? Das kann so sein. Da bist du bei mir in der Stube gewesen. Aha. Da hast du ein Mikrofon gekriegt, da hast du ein Dings gekriegt. Da, da. Nein, dann war es ein anderer. Vielleicht einer vom Radio, wenn er bloß ein Mikrofon. Ich kann schon singen. Wenn er bloß ein Mikrofon kommt, was haben Sie ihm erzählt? Ja, ein rechter Mist halt. Was wollt ihr wissen? Ja, mein, du. Ja, da bist du zugehört, halt, am Holz und Nibler halt, gell? Ach so, mit der Landwirtschaft. Ja. Ja, und wie geht's zu? Ja, mein, wie geht's zu? Schlecht. Schlecht? Der Milchpreis ist schlecht, oder? Der Milchpreis? Ja. Was sind eigentlich hier da? Sind lang? Wir sind jetzt in Schwaben. Ja, in ganz Schwaben sind wir unterwegs, in Bayerisch Schwaben. Aha. Das war eigentlich, weil wir rauskriegen wollten, wie die Schwaben so sind. Ja, das weiß ich jeden Tag. So charakterlich. Ja. Der Allgäuer. Ja, eben. Kann man das sagen? Echter. Was ein echter Allgäuer ist. Ja. Kann man das sagen? Ich bin da aufgewachsen. Wie der ist, der Allgäuer, meine ich so. Charakterlich. Ach nein, das. Man sagt immer, der Allgäuer ist ein Geschirrt, aber das stimmt nicht, gell? Ja. Das stimmt nicht. Mhm. Nein, das stimmt nicht, gell? Das stimmt nicht. Gell? Das glaube ich mir auch nicht. Nein, das stimmt nicht, gell? Also man sagt den Schwaben doch noch, dass die sehr arbeitsam und sparsam sind und Häuslebauer und so. Ja, klar, da haben wir Glück. Du, mein Gott, wir müssen sparen früher, gell? Ja. Aber du wirst lachen da, wenn ich ehrlich bin. Schau, wir haben damals bloß gelebt von Müll und Butter, gell? Und Käse. Milch, Butter und Käse, ja. Und nicht schlecht wahrscheinlich dann, gell? Ja, das Beste, was es halt geben können, gell? Ja. Heute noch, gell? Aha. Heute noch, am Morgen, wenn ich ins Haus gehe, dann müsst ihr früh am Morgen grüßte Erdäpfel machen. Grüßte Erdäpfel? Weißt du, was es ist? Bratkartoffeln. Wie sie Bratkartoffeln, grüßt Erdäpfel, ja. Das ist das Gleiche, oder? Das selbe, ja. Im Prinzip. Genau. Wir denken, wir hätten müssen, wie ein junger Seicher gewesen, da haben wir am Morgen um 4:30 haben wir das Holz angefacht, wie ein junger Bub, ich hatte 18 Jahre, gell? Da ist am Morgen um 4:30 aufgestanden. Ja. Und wir nehmen dort, haben Kohle da, ich bin ein junger Bub, da haben wir 400 Kubik gemacht, da, gell? Aha. Und da haben wir gekocht, die hat da einen Kratzer gemacht. Was ist das? Er geht jetzt. Kratzer, oder? Was ist das? Was soll das wieder auf Hochdeutsch? Kaiserschmarrn. Warte, wir ganz frei geriebt, gell? Ich schaue, dass früher da ist, gell? Wir ganz frei fein geriebt, gell? Ja. Ich bin so kratzt, hat am Freitag, es hat es am Morgen gegeben, ja. Um 8 Uhr, Mittag, hat man da Brotze gewählt und so hat es noch Geistpasse gegeben. Die ganze Woche. Ob es Geistpasse am Morgen, was ist das? Kaiserschmarrn, oder? Und so, weil so unser Eins wird irgendwie Cholesterinprobleme kriegen. Irgendwie so. Das haben wir, das gibt es nicht bei mir. Wir haben früher so ein Klump, weißt du, die Dose, mein Aufwachsen. Schau, ich bin jetzt schon einmal gut über 70, größer 70, gell? Ja. Ich bin ein junger Kerl noch, gell? Ja. Aber was ist so ein Scheißrichter da? Weißt du, so Dose, so ein Klump, haben wir alles gekannt. Heute noch keine Pizza gegessen, heute nicht. Keine Pizza? Ja, das ist ja noch ein ganz Klump, ist man noch heute. Auch nicht probiert, oder? Nein, probier nicht. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. So ist richtig. Ja. Ja, probieren Sie mal nicht. Ich? Nie. Wollen Sie jetzt sterben, ohne dass Sie eine Pizza gegessen haben? Ich brauche keine Pizza. Und Döner mal oder sowas? Hä? Ein Döner? Was an? Ein Döner. Was ist das? Türkisches Gericht. Oh, Gottes Willen. Gottes Willen. Das ist so ein Drehspieß. Aha. So ein großer. Und da schneiden sie mal so das, was angebraten ist. Das schmeckt ja bestimmt so. Das ist wie so ein Krüstel. Wie so ein Bauernkrüstel oder so. Ich würde sagen, isst du, was du willst, und isst das, was ich isst. Gell?
Sind Sie zufrieden mit Ihrem Leben? Ich bin zufrieden. Ja? Besser geht's nicht. Aha. Ich bin zufrieden. Mhm. Wenn jeder so zufrieden wäre wie ich bin zufrieden. Wenn ich mal bin, ist das okay. Ja, ich habe gute Frau, Kinder, alles okay. Aha. Ja, wir haben auch gutes Leben. Ja. Prima, Glückwunsch. Ich bin zufrieden. Also, für Gott. Bitte. Allgäuer. Servus. Naja.